So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir kämpfen uns hier durch die Blue Suns. Ich versuche jetzt mal... Ach nee, hier, wir können gar nicht hier unten lang gehen. Naja, jetzt müssen wir uns leider ein bisschen ins offene Feuer stellen. So, hier kriege ich hoffentlich Schutz. Steht noch. Wir erleiden Verluste! Brennt ihr Mistkerle! Ah, ich krieg mich hier nicht angeaimt. Das werde ich nicht überleben, wenn ich hier stehe. Wo sind denn meine Jungs? Können die bitte mal herkommen? Unterwegs. Warum immer ich ihn jetzt hingeschickt habe. Unterwegs. Nicht unsere Brüder! So, die ist weg. Liege jetzt unter Beschuss. Sergeant Boris rum oder wie? Ja, das war... Sind die offen, ne? Hier ist ein seltener Transmitter. Okay, Jack hier. Hier ist der Plan. Halten Sie Ihre Männer unter Kontrolle und einsatzbereit. Die Eindringlinge sind der Schlüssel. Sobald Sie die Brücke erreichen, wird Voorhees nach uns rufen. Reagieren Sie nicht darauf. Die Eindringlinge erledigen ihn für uns und wir bekommen die Codes für den Behälter selbst in die Finger. Schalten Sie dann alles aus... Schalten Sie dann alle aus, die auf Ihrer Liste stehen. Je weniger übrig bleiben, desto besser ist der Anteil für uns. So, hier haben wir Iridium. Einmal hacken. Den brauchen wir. Den. Und... Damit lässt sich was anfangen. Oh, schweres Hautgewebe haben wir bekommen. Ladung aufnehmen. Credits. Okay, dann haben wir wohl alles hier gelootet und sind fertig, wenn ich das richtig sehe. Aber wir hatten doch hier noch irgendwo einen Raum, wo wir auch nicht reinkamen, oder? Hier waren wir drin. Da konnten wir nicht rein. Und bei der Brücke nicht, ne? Okay, dann sind wir durch. Dann beenden wir die Mission. Okay, wir haben Erfahrung erhalten. Schweres Hautgewebe, Credits und Iridium. Und das war gerade ganz schön laut auf dem Ohr. So, dann ist jetzt der Plan. Können wir das Commander, nutzen? Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Erstmal das schwere Hautgewebe. Da. Forschung. Palladium haben wir. Plus 30% Gesundheit. Sehr schön. Neue Nachrichten.
Ja, ich würde jetzt noch eine kleine Nebenmission machen und in der nächsten Woche starten wir dann wieder ein Dossier bzw. eine Loyalitätsmission. Lusans Aktivität geortet. Wir haben einige Nachforschungen über diesen Leutnant Locke und sein Treffen mit einem gewissen Captain Voorhees angestellt. Wir haben die Koordinaten der letzten bekannten Position der Strontium-Mule in ihr Navigationssystem hochgeladen. Es hat sich herausgestellt, dass die Mule wertvolle Fracht an Bord hat, darunter auch streng geheime Informationen. Wir möchten, dass sie die Strontium-Mule aufspüren und die Fracht an sich bringen. Wir wollen die Informationen, alles andere von Wert können Sie behalten. Verfahren Sie mit den Blue Suns nach Belieben. Ausgangspunkt der Blue Suns-Hinterhalte gefunden. Wir gehen gerade die Informationen durch. Gute Arbeit übrigens. Und haben die Koordinaten der Basis gefunden, wo die Strontium Mule den Blue Suns in die Falle gegangen ist. Die Blue Suns locken in der Tat mit falschen Notsignalen Frachter in die Nähe ihrer Basis, um sie dann zu überfallen und auszurauben. Wenn sie dorthin fliegen und ihren Sender außer Gefecht setzen könnten, wäre das für die Händler eine große Erleichterung und den Blue Suns als Ganzes würde es einen empfindlichen Schlag versetzen. Die Quelle des Signals befindet sich auf dem Planeten Sanctum im Decorus-System, Sigurds Wiege. Wir haben die Koordinaten in ihr Navigationssystem hochgeladen. Okay. Angriff der Blue Suns beenden. So, wir müssen zum Massenportal. Ich würde das jetzt tatsächlich auch so weiterverfolgen, weil es sich gerade anbietet. Einmal Treibstoff kaufen. Also Portal. Hier ist das Omega-4-Portal, da wollen wir natürlich nicht rein. Falsches Signal, ist das das? Muss es sein, ne? Okay, den Chorus habe ich noch gar nicht. Oh, das ist ein neues System. Oh Gott, das muss ich dann ja wohl mal wieder scannen. Das mache ich aber dann hoffentlich nach dieser Aufnahme. Das war vorher nicht da. Skepsis, ja. Habe ich auch ein bisschen. Okay, hier haben wir das falsche Signal. Noch einen unerforschten Planeten. Das geht ja von der Größe. Anomalie geortet. Ja, Scanner starten. Nach Abschluss bei Captain Narum Bericht erstatten. Alle. Starte Sonde. Ich habe etwas gefunden. So, das sind. Das müsste das Blue Suns Ding sein. Ist es auch? Dann landen wir mal. Wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir mal Miranda mit. Und Grunt. Grunt hat keine Punkte, Miranda hat zwei, das lohnt sich nicht, also können wir hier rausgehen und beenden. Und dann schauen wir mal, ob wir das ausgeschaltet bekommen in der Folge. Ich hoffe, es wird nicht wieder so lang. Okay. Ich schätze mal, der Kampf geht schon hier draußen los. Das ist ein Hinterhalt. Naja, Hinterhalt würde ich das nicht nennen. Sie haben uns gesehen. Eine Schockwelle. Ich hab's. Nichts, Könner. Komm, bitte warte. Nichts, Könner. Wo dahin geblieben ist. Das hat weh.
wehgetan. So, die mit dem Raketenwerfer ist jetzt hoffentlich tot. Okay. Wahrscheinlich geschafft. Raffiniertes Iridium. Da oben ist irgendwo ein Datenpad. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Wahrscheinlich gehen wir jetzt rein und machen sie fertig. Ich glaube, so rum ist es. Ja. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf Weiteres geschlossen. Ich bin Organa. Zählt das als Deckung? So muss es sein. Nichts, Körner. Okay. Hier liegt jemand tot rum. Hier doch gerade. Ach, Wohnquartiere. Ich dachte gerade, ich habe doch hier irgendwas gesehen. Erstmal Munition einsammeln. Da ist eine Wand. Safe. Starten wir mal die Umgebung. Oh, jetzt habe ich irgendwas angeklickt. Ist schon wieder gut los. Ein Datenpad. Dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwöre dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns heuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der auf Selbstjustiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünscht mir Glück. Wahrscheinlich hat er es nicht überlebt. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Von da oben kamen wir, also müssen wir hier hin. Dank Philips brillanter Erweiterung der nördlichen Minentunnel ins Casino letzte Woche wird unsere kleine Anlage auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Teams werden in Kürze zur nächstgelegenen Sternenbasis transferiert. Okay. Feind am Boden! Feindbeschuss! Jetzt bist du tot. Kommen noch welche? Anscheinend nicht. Jo, können wir wahrscheinlich nicht weiter. Sieht schon wieder so frei. Das mag ich nicht. Da habe ich immer Angst, dass dann gleich ein Kampf kommt und ich keine Deckung habe. Oh, falsche Taste, ich wollte sprinten. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Mine. So, hier wer immer sie sind, sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Oh. Oh. Ich möchte hier weg. Ich bin nach oben. Dann kann ich keine Dings umbringen. Mal hier hin. Zielverfolgung.
anderen Seite werde ich gerade nicht angegriffen, ne? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass einer von der Seite kommt. Nee, in der ich nehme mal das Granatwerk auf. Es geht gleich um. Okay, das war ein Satz mit X. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie klüger regeln kann. Aber mir fällt gerade nichts ein. Man muss ja erst die Panzerung und die Barriere oder die Schilde runterkloppen. Sie haben uns gesehen. Da, ich bin Krogada. Registriere Schaden. Ich versuch's jetzt ganz in Ruhe. Lass den einen oder den anderen. Der geht gerade in Deckung. Wie lange schießt er denn? Ja, hat wirklich wehgetan. Run, stehst du wieder? Sehr schön. Darf ich das speichern? Nein. Captain, warum? Haben wir nicht schon mal gehört? So muss es sein. Komm raus, Narum. Feinde! So, und jetzt können wir ihn doch vielleicht schmettern. Ah, Grunt. Einer weniger. Ja. Ich glaube auch. Suche mir Deckung. Entschuldigung. Falsche Taste. Ich glaube, das war's, ne? Herr Narum? Mal Munition einsammeln. Nicht, dass wir gleich ohne sind. Was liegt denn da oben noch rum? Ein Medikit. Es ist noch Kampfmusik. Hier ist nur ein Bandsafe. Geschafft. Dann gehen wir noch schnell auf die andere Seite. Und dann machen wir hier mal in der Mitte auf. Und dann ist vielleicht die Quest auch schon abgeschlossen. Oder wurde jemand gefoltert? Ein Vertreter kommt. Ein Vertreter des künftigen Kunden ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig macht. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter zu überreden, mir Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich großen Druck ausüben musste. Romana Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von der Ausgrabungsstätte abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren, aber letztlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein. Das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir für seinen Transport bekommen würden. Huch, es klingelt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hatte ja einen Anruf erwartet. Der Anruf stand plötzlich vor meinem Haustier. So. So kann man das natürlich auch regeln.
Jetzt ist das erledigt. Jetzt kann ich schnell die Folge hoffentlich noch zu Ende bringen. So, wir starten mal die Umgehung. Hier passt ja nichts zusammen. So, das und das. Das und das. Das und das und das und das. Meine Güte. Schön. So, Notsignal abschalten. Das sollte das dann ja sein. Machen wir mal. Das war's. So, Notsignal ist deaktiviert. Widerstand der Blue Suns vollständig eliminiert. Sehr schön. So, dann mache ich hier einen Schnitt. Passt ja Commander, perfekt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, wir können in der nächsten Folge wieder eine Loyalitätsmission machen. Ich denke, jetzt ist auch mal wieder Zeit dafür. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.